So, Permarillos, ich wollte Gammel hören. Bei Gammel gab es keinen Gegner, deswegen sparen wir uns jetzt einfach diese Runde. Und ich höre Gerd McFly gegen Tox. Ich glaube, Tox, den habe ich sogar in Facebook oder so, keine Ahnung. Prostata. Aber Gerd McFly ist ein cooler, glaube ich. McFly-Filme. Staubsauger oder was ist das? Oder ein Rohr? Das Intro schon, Alter. Die Fresse, du bist Detox ohne Schwanzen. Was passiert, wenn McFly in der Paarung steht, ist schon bekannt. Nutte, ich werde den nächsten Durchschnittsrapper ermorden, denn du bist seit 2015 einzig fetter geworden. Du behauptest, für Bitches ist dein Schwanz der heilige Gral. Bei deinem verranzten Erscheinungsbild eher eine eitrige Qual. Deine Klicks wundern mich nicht, wenn man so Beats pickt. Dein Aussehen schreit laut stark nach Hepatitis. Für so ein T-Shirt, was du trägst, hätte ich mich schon. Sowas zum Beispiel, wenn man sagt, deine Klicks wundern mich nicht, wenn man so Beats pickt. Das ist so, wenn man immer sagt, du hast voll wenig Klicks, ist es einfach langweilig. Wenn man aber irgendeine coole Line draus macht, das mal irgendwie anders verpackt, dann kann es schon wieder cool sein, weißt du? Deswegen, das hat er gut gemacht zum Video. Es soll wahrscheinlich so Ghostbusters darstellen und einfach den ganzen Geister wegsaugen. Alter, ich hasse YouTube. Schwanz, der heilige Gral, bei deinem verranzten Erscheinungsbild eher eine eitrige Qual. Deine Klicks wundern mich nicht, wenn man so Beats pickt. Dein Aussehen schreit laut stark nach Hepatitis. Für so ein T-Shirt, was du trägst, hätte ich mich schon mit 10 geschämt. Du bist ein Junkie, der nach dem Aufstehen seine Zähne zählt. Und bei dem wenig fehlt fürs Image von Jasper. Wenn du selbst gegen Manueli fliegst, bin ich unantastbar. Du meinst, du bist Sternzeichen Chicken Wing, Bitch. Du bist eher Sternzeichen unlustiges, dickes Kind. Dein Horoskop schreibt, du wirst gegen mich verlieren. Ich steh im Rampenlicht, denn ich hab den Schatten hinter mir. Du denkst, du hast hier ne Chance, aber nein. Ein Hörner McFly Family. Leider geil. Hast du für den Beat ne Geist? Oh, bitte kein leider geil, Alter. What the fuck? Woher kommt die denn her? Junge, leider geil, Alter. Ich steh im Rampenlicht, denn ich hab den Schatten hinter mir. Du denkst, du hast hier ne Chance, aber nein. Ein Hörner McFly Family. Leider geil. Hast du für den Beat ne Geisterbahn gesampelt? Furcht einflößend ist dir maximal der Blick in deine Fresse. Dass du 2-7 auf dem Splash so unterherdackelst wie ein räudiger Köter ist auch schon krass. Doch das ist gar nichts gegen den Fremdscham, der man automatisch spürt, wenn die sofort zumal im Maul aufmacht. Dein Gesicht, der Bauch, die Stimme und die Schwanger. Die Hook fand ich kacke. Shadow. Deine Hook fand ich kacke. Aber Gerd finde ich gut. Wirtschaftsstreifen vermitteln, Arbeitslosigkeit kippen und. Weil der Raptor, der hat doch so einen eigenen Style, ne? So. Ich kann das gar nicht nachmachen, aber es ist cool. Viel zu viel Weizen, anstatt dir Maggi zu spritzen, gib dir den goldenen Schuss. Dein Pisshumor ist auf dem Level des Quatsch-Comedy-Clubs. Dein körperlicher Zustand macht dir mehr Angst als der Beat. Bei so einer Plauze hast du anscheinend ganz schön Appetit, Bitch. Bei Wova und dir war's Belvedere gegen Pushkin. Und bei uns beiden ist es Tennis-Wels dagegen ne Muschi. Mach ihn nicht auf lustig, du Fotze. Du bist das Aushängeschild für verschwendete Schulbildungskosten. Wie willst du, Hure, mich stoppen? Wirst du etwa noch fetter, wenn ich auf was Rundes ziel? Ist das bei dir kein Kopftreffer? Ich kann mir vorstellen, dass du dein Unterarm-Tattoo liebst. Doch da steht in chinesischen Schriftzeichen No Wack MC. Es ist Gat McFly, trag die allerneueste Tennismode. Du machst dich in Videos zum Affen wie bei Danny Klose. Du denkst, du hast hier ne Chance, aber nein. Ein Hörner McFly. Okay. WTF. Ja, ich habe schon bessere Runden von Gerd McFly gehört. Die Hook hat mir nicht gefallen. Video war ganz lustig. Aber hätte man auch noch ein bisschen mehr draus machen können, sage ich mal. Dann hören wir uns mal Tox an. Thank you.
kommt zum Battle voller Tatendrang. Dein Kinn ist genau wie Angeln, denn da ist ein Haken dran. Wie das Ding, das da in deiner Visage sitzt. Zu krumm, ich frag mich, ob das eine Nase oder ein Schnabel ist. Also setz dir besser nicht zu früh die Krone auf, denn mit dem Zinken im Gesicht siehst du doch wie ein Vogel aus. Doch Moment, Gerd, dieser Hanswurst nennt sich McFly, aber klingt nach Mac-Absturz. Denn schon alleine mit den Tracks hast du dich lächerlich gemacht. Oder willst du ernsthaft löten mit dem Stecker in der Hand? Dann nennst du Woods noch schwul, weil er gerne Leute anpisst. Trotz deinem Track pisst Wut, in dem du gerne Leute anpisst. Und ich schwöre... Pissen Schwule immer Leute an? Machen Schwule das? What the fuck? Dir, dass du nur noch Nahrung aus dem Becher... Warum pissen sie mich an, Alter? Tut mir leid, ich bin schwul. What the fuck? Kriegst, sollte ich dich erwischen, dass du Bastard auf Kroketten bist. Hey Kevin, jetzt mach mal ganz ruhig. Mach erstmal eine Pause. Stopp, sonst kriegst du gleich einen auf den Schnauzer. Er trägt die Sonnenbrille bei Nacht und einen Fischerhut. Es ist klar, dass ich hier auf jeden gewinn, denn Fliegen ist bei dir doch genetisch bedingt. Er trägt die Sonnenbrille bei Nacht und auch Bermuda-Shorts. Du hast hier den Hype, doch bist trotzdem gebumst. Hast keinen eigenen Style, denn du rennst wie Gold Roger rum. Ich hab meinen Kaffee getrunken, beruhigt hab ich mich jetzt nicht. Denn beim Essen versteh ich keinen Spaß, du unlustiger Wicht. Nein. Doch du kriegst von mir eine Zweitchance. Gehen wir mal auf Facebook und gucken, was du geliked hast. Du guckst Wrestling und das macht dich nun zum Sympathen. Doch dann seh ich das und will den Hurensohn erschlagen. Du findest Roman Reigns nice? Are you retarded? Wegen Pisswut hab ich eigentlich was anderes erwartet. Denn statt nem Samoaner, der auf sein Spiegel wächst, würde besser passen, wenn du Fan von William Regal bist. Aber so besiegst du mich doch niemals mit deinem Finishing Move. Ich bin dein persönlicher Strowman. Man geht bei Facebook hin und guckt, welche Seiten die Person geliked hat, um ihn damit zu dissen, Alter. Und dann sagst du nur, ey, du hast Wrestling geliked, das macht dich sympathisch. Oder zum Sympathen. Ja. Was will der McFly gegen Tox? Was? Denn nach einer Line von mir zitterst du mehr als Michael J. Fox, nämlich ja voll Spaß. Gewinnst bei der Wahl zu Mr. Universe höchstens denselben Titel wie John Edward in South Park. Er trägt die Sonnenbrille. Okay, die Hook ist übelst kacke, Alter. Kommt da noch was? In den Style, denn du rennst wie Gold Roger rum. Alter, die Hook war echt kacke. Okay, das geht für mich an Gerd McFly. Sorry, Tox, aber die Runde fand ich jetzt nicht so gut. Der erste Part ging noch, aber dann war es nicht so geil. Naja. Ich bin auf die nächste Runde von Gerd McFly gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Runde, Pamarillos. Denkt bitte daran, nach dem DLBDW-Ausschau zu halten. Und wenn jemand Trading lernen möchte, kann er sich auch an mich wenden. Ja? Und ansonsten schaut doch gerne mal bei meinen Livestreams vorbei. Liked mich doch auf Instagram und auf Facebook und auf Twitter und auf Patreon und auf... Weiß ich nicht mehr, was es noch gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.